Schönen guten Morgen, also Vormittag. Ich bin gerade auf dem Weg jetzt zu Sao Paulo. Also ich habe 119 gezahlt für die Fahrt. Dauert 6,5 Stunden. Ich musste extra hier zum Hauptturnier fahren, das Hauptturnier. Das blende ich euch an, wie der heißt. Ich habe so einen Local Pass genommen von Urbana. Local 2 oder sowas. Hat eine Stunde gedauert. Ja, 3-4 Stunden sowas. Aber ist okay. So sieht so ein Bahnhof hier aus, ein bisschen. Ich muss ein bisschen zeigen. Ich bin hier ein 1.001er. Soll hier anscheinend das Beste und das Billigste sein. Ich verlasse mich einfach mal drauf. Ich hoffe, dass alles gut geht. Nach Sao Paulo. Bin ich gespannt, was da wird. Eine Metropole, die größte Südamerikas. 12 Millionen oder was? Okay, cool. Reisetag, bin schade. Ich bin mal super da am Land kommt. Naja, eine halbe Stunde geht mein Bus, fährt eine Stunde. Von daher ganz okay. Hier bin ich auch schon. Also, ziemlich, ja, 6 Stunden, 40 Minuten. Hat er gebraucht, der Bus. Eine Pause, ganz okay, eine halbe Stunde. Ja, aber auch Toilette war an Bord, USB-Anschluss war an Bord, Handy aufladen. War super eigentlich, mit seriöser Bus. angehalten hat er dann bei Porto Giza Tieta. Also da ist der Hauptbus-Terminal und da können wir dann auch direkt mit der Metro weiterfahren, also direkt. Ja, für mich ist auch, muss ich gar nicht umsteigen jetzt, sondern direkt nach Ana Rosa. Hier ist auch mein Hostel. Und da laufe ich jetzt gerade hin. So sieht es aus hier ein bisschen noch. Ich kann wieder rumlatsch hier. Hier war gerade die Metro-Station. Mal vielleicht ein Wasser kaufen und dann auf ins Hostel mal und gucken, was Sao Paulo mit sich bringt. War eine riesige Stadt, Leute. Wollen gerade so alles. Bin mal gespannt. Aber freue mich drauf. Ich bin jetzt hier in meinem Hostel. Wollte es euch mal zeigen hier. Sao Paulo Hostel. Ja, ein bisschen weiter weg, ja. 6 Bett. Fühlt sich nicht hoch. Ich habe hier in Australien kennengelernt. Verstehe mich ziemlich gut. Eine Loge Quatsch gestern, ey. Schon 3 Stunden oder sowas bis in die Nacht hinein. Ja, das ist ganz in Ordnung. Reist auch viel. Gehen wir wieder zurück nach Australien jetzt nächste Woche. Ja, sonst Hostel ganz okay. Hier Schließfach. Frühstück war okay. Kaffee ist auch okay. Ja, alles super. Ich gehe jetzt mal in die Stadt. Ja, ein bisschen in die Zentrum rein. Da gibt es hier anscheinend eine Kathedrale, habe ich gelesen. Und so eine Aussichtsplattform. Vielleicht gehe ich da mal hin. Schau ich mal. Sao Paulo! Schon im Sender. Also See ist die Metrostation. Hier sind wir anscheinend das meiste aufseitig-mäßig. Ja, zum Beispiel jetzt hier, Leute, die Kathedrale. Sieht schon hübsch aus, kann man echt sagen. Nicht schlecht. Wurde 1616 erbaut. Ja. 110 lang, 92 Meter hoch. Der Kerl, das weiß, gell? Ich weiß. Ja, sonst? Das war's eigentlich. Aber hier gibt's noch mehr drum. Ich muss mal gucken, jetzt hier noch die Aussichtsplattform. Ja, so was noch 10 Leute ist, dass ich hier gerade noch 2 geprügelt haben. 2 Obdachlosen. Keine Ahnung, irgendwas. Ja, aber gut. Jetzt sind ein paar dann inzwischen gegangen, haben die 2 auseinandergehalten.
Also hier hinten liegt es nicht. Ja, ein paar Obdachlosen. Sieht man auch schon ein paar hier. Ich habe da hier noch ein wenig eine Cola getrunken. Zurzeit trinke ich immer eine Cola pro Tag. Schön gute Cola. Es ist nicht so heiß wie in Rio. Das finde ich schon mal gut. Aber ich trage es dann nochmal noch so eine Creme auf. Sicher ist sicher. Ne? Muss ich auch wieder kaufen nehmen. So eine Creme ist auch bald alle. Was soll ich denn machen? Ja, soweit hier von dem Sender hier in Sao Paulo. Schon auf der Banespa heißt es hier, das Hochhaus, die Aussichtsplattform. Sag ich mal ein bisschen was, sieht schon cool aus. Leider nervt die Scheibe schon ein bisschen, aber natürlich dient es zur Sicherheit. Ein bisschen ein bisschen schmutzig hier, die Scheibe. 161 Meter hoch, schon ein gutes Stück. Auf der Bauzeit, also 1947, falls euch das interessiert. Und dann ist 20, ja, es gibt das irgendwie Museum der Bank hier. Keine Ahnung, es gibt da noch ein paar Ausstellungsräume, haben die gesagt. Aber ich dachte mir, ich gehe zuerst ganz hoch, weil es gleich anfängt zu regnen. Also laut Wetter-App 70%. Deswegen gedacht, lieber ganz hoch, mal die Aussicht zeigen. Ist ganz okay. Sao Paulo, eh? Sao Paulo. Hier die ganzen Leute natürlich. Ist auch schon interessant. Guck mal, ein Restaurant hier drin, eine Bar und sowas. Ich bin gespannt, wie die Ausstellungsräume hier aussehen. Schauen wir mal, ne? Würde ich sagen. Gewechselt. Ja. Wurde mal Zeit. Ich habe zwar das Auto drin, aber das ist natürlich nicht so gut wie der Originale. Also Hälfte Lebensdauer. Und ich bin jetzt hier mal im fünften Stock. Das hat Ausstellungsräume. Das ist mehr so hier. Vier Stöcke sind mehr für Bank, also so geschichtemäßig. Ja, 50, 60 Jahre altes Zeug. Aber na ja, gut. Weiß nicht, da war Opel noch so ein Sänger anscheinend berühmter, Barbarossa oder sowas. Naja, das heißt berühmt, ich kenne ihn nicht. Dem her. Heißt aber auch nichts, kann auch ein bisschen das Glück sein, ja. Keine Ahnung, war da ein bisschen langweilig, ehrlich zu sagen. Aber der Glasraum war cool, also der Spiegelraum. Ja, das war super. Also es sieht dann in echt, glaube ich, noch viel besser aus als da auf dem Video. Das sind dann acht Stockwerke insgesamt, also Ausstellungsstücke. Und insgesamt sind es 35. Aber die letzten 9 Stück darf man jetzt nicht besuchen. Ja, noch 3 vor mir. Mal schauen.
brasilianischen Snack sein. Also, so sieht es aus. Das ist Pastel. Pastel heißt es hier. Ziemlich oft hier. Das ist hier Street Food. Das ist Street Food hier. Da verschiedene Geschmäcker. Pizza, was ich gerade habe. Pizza nach Pizza. Noch Käse gibt. Mango. Genau, was ist Mango? Ich glaube, Mango ist Huhn, glaube ich. Hier ist auch Pizza. Ja, und das ist kein Pastel. Pastel. Oh, ein bisschen Food Vlog. Ich weiß, ich mache zu wenig Food Vlogs. Aber jetzt mal die Kamera mitzunehmen, wo irgendwas essen geht. Ja. Das heißt, ja. Kann man machen. Ja. Das ist gerade ein bisschen hier aus. Ich bin eben gerade in der Ecke im Laden rein, also bei der Kirche hier, also Kathedrale. So geile Fruit Shakes gibt es hier auch, kostet 10 Reals. Vielleicht gehe ich mal ein, mal gucken. Ansonsten war es das mit dem Meteo und freue mich, dass ihr dabei wart. Auf jeden Fall, mit mich. Ist ja klar, ne? Das sieht sich dann im nächsten Meteo. Ciao!